Oh, Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kanalkritik, dem Format, wo ich mir euren Kanal unter die Lupe nehme und meinen Senf dazu abgebe. Der nächste bei mir in der Liste wäre eigentlich TD Film Productions. Ich mache das ja, ich habe ja so eine Liste und wer sich anmeldet, wird chronologisch unten rangepackt. Allerdings ist das, was ich gesehen habe, dass hier auf dem Kanal erst vier Videos sind, der erste von vor 2 Wochen. Und da kann ich jetzt noch nicht viel zu sagen. Wir haben ja als Cinematic Art in GTA 5. Das Profilbild finde ich ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Das ist mit weißem Hintergrund und so. Hätten wir wenigstens ein bisschen farbig machen können oder so. Keine Ahnung. Also Profilbild finde ich ein bisschen langweilig. Titelbild finde ich schön, gerade weil es halt Art in GTA 5. Und dann haben wir hier dieses GTA 5 und den Namen drauf und das finde ich hübsch. Das finde ich hübsch. Also ich gehe da jetzt ganz grob über den Kanal drüber und mache dann danach noch die richtige Kritik. Ich will nur ganz kurz sagen, Name ist ja bla bla bla. Das ist schön, weil ich glaube, man muss sich in YouTube auch selbstständig ein bisschen reinfinden und das was du. Oh, hier sind die Kanale öffentlich. Oh, da bin ich. Hallo. Man muss sich in YouTube ein bisschen selbst reinfinden. Und dann musst du halt schon eine Weile. Das Hauptzeug, das lernst du von alleine. Und erst dann bringt es viel Kritik zu bekommen. Und ich denke, man sollte schon eine Weile drin sein. Ich schaue trotzdem gern drüber, wie gesagt. Aber gerade bei 4 Videos so, wir haben einen Kurzfilm. Würde ich aber die Playlist gleich Kurzfilme nennen, weil sonst könnte man daraus schließen, dass du einen Kurzfilm machst und das war's dann. Und Cinematic für zwischendurch. Schaue ich auch gern mal gleich in eins rein, was ich noch. Moment. Ah, wir haben sogar einen Trailer, der nicht sehr aufdringlich losgeht. Da muss ich auf jeden Fall Lob aussprechen. Das ist. Wenn ihr einen automatisch startenden Trailer habt, dann am besten einen, der euch nicht gleich die Ohr, der euren Zuschauern nicht gleich die Ohren wegbläst. Das fand ich sogar sehr angenehm. Da kann ich sogar befürworten, Hallo automatisch. und herzlich willkommen. Mein Name ist Demex von TD Film Production. Ich bin die leitende Person dieser Firma. Ihr seid interessiert an Kurzfilmen und Cinematic Arts? Ihr mögt das Spiel GTA 5? Dann seid ihr hier genau richtig. TD Film Production hat sich die Aufgabe gestellt, euch jegliche Art von Kurzfilm in Bereichen wie Action, Komödie, Trauer und vieles mehr zu bieten. Wir arbeiten stets daran, so oft wie möglich ein etwas längeres Video zu produzieren, um euch regelmäßig halt auch mit viel Cinematic Art zu unterhalten. Ihr habt eine Firma oder besitzt ein Produkt, welches ihr in GTA 5 als Cinematic Art vorgestellt haben wollt? Dann könnt ihr mich einfach kontaktieren. Zusammen bereden wir dann alle Einzelheiten, wie ihr das haben wollt. Schaut auch auf meine Homepage vorbei. Dort findet ihr viele Details zu diesem Unternehmen. Wenn ihr mich bei diesem Projekt unterstützen wollt, dann lasst doch einfach ein Abo und eine Bewertung da. Alle nötigen Links, wo ihr mich finden und kontaktieren könnt, findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Das war's dann aber auch schon. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn nicht vor der Kamera, dann aber hinter der Kamera. Auf Wiedersehen. Wie cool war das denn bitte gemacht? Also, das war einer der geilsten Kanal-Trailer, die ich gesehen habe. Wie gesagt, da merkt man auch so, dass da noch ein bisschen die Erfahrung fehlt beim Synchronisieren so in der Stimmlage und so. Das sind Sachen, die kommen einfach mit der Zeit. Da darf man sich nicht entmutigen lassen. Das war auch schon sehr gut. Genau beim Synchronisieren die Stimmlage. Das ist was, wenn du lang sowas machst, dann kommst du da auch echt gut rein. Gerade vom Schnitt und die Idee und so, total gut, total gut. Das war der, den ich geguckt habe. Ich guck mir mal die an. Eine GTA 5 Cinematic. Thank you.
Okay, also der Schnitt ist sehr geil, die Musik passt dazu, ist auf jeden Fall passend ausgewählt. Ich finde, jetzt zieht sich's gerade ein bisschen. Also ich finde, so bis hier wäre es okay gewesen und hier, genau, wenn jetzt hier schon, da kannst du dann langsam das Auto starten. Ich gehe mal davon aus, dass es genau, dass wir uns. Ach nein, wir befinden uns gar nicht in der Bewegung. Es sind. Okay. Also ich finde, es ist ein bisschen viel so ums Auto rum gefahren mit der Kamera und ein bisschen wenig Bewegung drin. Also da hätten wir gern auch die Autos nochmal so im Vorbeifahren auf der Straße zeigen können oder so. Ansonsten, wie gesagt, den Schnitt finde ich geil. Die musikalische Untermalung passt auf jeden Fall. Kannst du es so lassen? Lesen. Ja, okay. Wie gesagt, also ich erwähne es jetzt nochmal, es bringt dir auf jeden Fall Boni im YouTube-Algorithmus, wenn du Schlagwörter in die Beschreibung packst. Wenn du dann reinschreibst, keine Ahnung, herzlich willkommen zu meiner GTA 5 Cinematic, dann hast du GTA 5 Cinematic zweimal drin, dann wird es höher gerankt, wenn jemand nach GTA 5 Cinematic sucht. Und keine Ahnung, ich habe das ja schon mal alles erklärt. Ansonsten ja auf jeden Fall am Ball bleiben. Da kann auf jeden Fall was draus werden. Ja, du bist ja auch erst seit. Was war das letzte Video, das erste Video vor 2 Wochen? Genau, also auf jeden Fall von den Klicks nicht entmutigen lassen. Das kommt alles mit der Zeit. Als ich angefangen habe mit YouTube, da hatte ich teilweise keine Klicks auf Videos. Also da hatte ich wirklich Videos mit 0 Klicks am Anfang. Das kommt alles mit der Zeit. So. Dann gehen wir direkt rüber zum zweiten Kanal, der chronologisch da wäre, weil, wie gesagt, es ist halt ein bisschen wenig Content, um dein komplettes Video mitzufüllen. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt beide nicht böse, dass ich euch zusammen in ein Video reinquetsche, weil sonst wird es halt zu kurz, jetzt wird es halt vielleicht ein bisschen länger. Wir haben Let's Soccer Bros. Das macht grammatikalisch keinen Sinn. Ich. Letzt. Oder sind es die Let's Soccer Bros? Also, Let's Soccer zusammen und dann Bros. Aber dann ist es nicht richtig geschrieben. Ich. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Also, irgendwas stimmt bei dem Namen nicht. Ist, keine Ahnung. Joy, have fun. Und Saber Rider und Colt werden wohl die zwei Bros sein. Titelbild finde ich schön, Profilbild muss ich wieder sagen, da dieses Let's Soccer Bros ist ein bisschen klein, gerade wenn man das dann unten irgendwo hat. Mach doch einfach das LZB, das reicht. Da würde ich nicht drunter noch irgendeine Schrift machen, wo man dann richtig nah an die Kamera ran muss, an die Kamera, an den Monitor ran muss, um das zu sehen und so. Würde ich, also das Let's Soccer Bros darunter würde ich weglassen, einfach LZB dann. Passt das? Wir haben einen Kanaltrailer. Das war kein schöner Übergang. Eure Waschmaschine kaputt oder was sind das für Geräusche im Hintergrund von dem Trailer? Und die Bilder, die passen auch überhaupt nicht zusammen, finde ich. Da hätte man wenigstens zu den Spielen Bilder raussuchen können, die irgendwie thematisch zusammenpassen und die Übergänge, das sind, ich glaube, das sind die ersten, die man in Sony Vegas drin hat, also die Standard-Dinger, wenn man einfach auf Übergänge klickt.
Nee, also den Trailer finde ich ein bisschen langweilig. Der Anfang, das hier ist so das obligatorische 0815 YouTube-Gamer-Intro, das so jeder hat. Und dann kommen eben diese schlecht aneinander geschnittenen Bilder. Das finde ich nicht schön. Und die musikalische Untermalung passt da auch überhaupt nicht. So, wir gehen mal in die Kanalinfo. Hallo, wir sind die Zocker Bros. Wir sind zwei Brüder mit viel Spaß und Leidenschaft für Zocken. Wir positiv geklappt haben. Uploadplan. Wunderbar, Daumen hoch. 14:30 Uhr, FIFA 17, 19 Uhr. Ghost Raccoon. Alle 3 Tage um 16 Uhr Special-Folgen. Jawohl, heißt 2 1/3 Uploads am Tag ist auf jeden Fall. Das ist okay. Das ist okay, wenn man zu zweit ist. Der Diskussionsfeed. Warum gibt's den eigentlich noch? YouTube! YouTube, bitte. So, wir haben hier empfohlene Kanäle. Den Let's Glotz haben wir uns ja auch schon angeguckt. Playlists sind alle schön geordnet, jawohl. Kann man vielleicht noch unterteilen in aktuelle Projekte, beendete Projekte, muss man aber nicht machen. Ist nur ein kleiner Tipp von mir. Ist aber auch sonst alles okay. Wir haben bei, oh, Entschuldigung, bei FIFA überhaupt keine Thumbnails drin, doch hier. Aber das ist irgendwie. Hier ist wieder so kleine Schrift drauf und es ist irgendwie so eine. Das sieht aus wie mit Paint gemacht. Das ist nicht schön. Also das Bild ist cool ausgewählt. Wenn das W2K17 da irgendwie hoch machen würdest und unten irgendwie eine Nummerierung oder so. Aber die Schrift, die ihr da drauf geklatscht habt, nee, nee, das ist nicht schön. Das gefällt mir. Alter! Alter, Facebook, what the fuck? Ja, teilweise hat es dann überhaupt keine Thumbnails. Das ist eine Ingame-Szene, das ist eine Ingame-Szene. Dann vielleicht wenigstens ein bisschen einheitlich machen. Da würde ich auf jeden Fall, nee, macht da auf jeden Fall gescheite Thumbnails für. Weil heutzutage, vor 5 Jahren hätte es vielleicht noch so funktioniert, aber heutzutage klickt niemand mehr auf Videos, wo keine Thumbnails drin sind. Nee, würde ich nicht tun. Denn spielt ihr alle Spiele zu zweit? Weil ich sehe sonst keine Markierung, wer das Spiel jetzt spielt. Da könnt ihr einfach so einen Strich hinten dran machen und schreiben, wer das spielt. Aber ich schätze, dass ihr zu zweit spielt, oder? Ich klicke einfach mal auf ein FIFA-Video. Einfach, Moment, ich fange. Willkommen, 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 willkommen zurück. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 17. Jetzt ist das letzte Spiel der Gruppenphase im Champions Cup. Genau, jetzt. Du hast ein ganz ekliges Rauschen in deinem Mikrofon und ich weiß nicht, wo das herkommt. Wahrscheinlich vom Mikrofon selbst. Es macht das Ganze sehr anstrengend. Und jetzt, wenn ich gerade das Publikum höre, bist du auch sehr leise. Und es ist immer noch verdammt eng, da wir das letzte Spiel gegen Villarreal 2-0 verloren haben, was sehr bitter war. Aber Tausend. Speed hat 2-2 gegen Juve gespielt. Also ist für uns eigentlich noch alles drin. Dann unentschieden. Ich denke nicht, dass Villarreal sich die Butter vom Brot nehmen lässt gegen Juve. Haben wir bei einem Punkt die Chance. Bis jetzt ist dein Commentary gut, ein bisschen abgehackt. Versuch mal ein bisschen flüssiger zu reden, wenn du halt so redest und dann ganz kurz nachdenkst und so. Da kannst du ein bisschen flüssiger reden. Ansonsten gut, ja. Wie gesagt, ein bisschen leise. Jetzt, wenn das Spiel läuft an sich, ist es auch gar nicht mehr so schlimm mit dem Rauschen. Vielleicht habe ich mich auch nur dran gewöhnt. Wahrscheinlich ist es so die Publikumsatmosphäre. Ich weiß es Glaube nicht. auch. Nee.
Aber da bist du jetzt zu leise. Ansonsten 1080p haben wir, das ist alles gut. Hier kann ich auch wieder das Gleiche sagen, was ich vorher gesagt habe. Schlagworte in die Beschreibung. Hilft auf jeden Fall in der YouTube-Suche. Videobeschreibung enthält Werbelinks. Nichts in der Videobeschreibung außer kleine Spende, was ist das? Donations. Also wir haben nichts in der Beschreibung außer Donations und irgendein Reflink. Das fällt auf jeden Fall negativ auf. Nee, Beschreibung auf jeden Fall ändern. Das hat so einen ganz negativen Beigeschmack. So, aber da du das jetzt allein spielst, kann ich jetzt nochmal drauf eingehen. Ja, schreibt hinten dran, wer spielt, wenn ihr zu zweit seid. Macht das derselbe? Hinten am Turm steht auch einer. Also, ich treffe ihn jetzt. Das sieht echt mal ab. Nee, nee. Okay, Schossen, hast du auch gesehen? das spielt er jetzt zu zweit anscheinend. Ja. Da gehst du mal runter, da die Scheiße noch machen. Die Story. Ja, ich bin auch hier. Ist aber ein hässliches Haus. Zweit muss da aber schon ein bisschen mehr Commentary kommen, als dass ab und zu mal jemand irgendwas. Weil ich hier auch reinkomme. Ansonsten gefällt mir das jetzt ziemlich gut, auch von den Lautstärken angepasst. Das ist gut. Sehe ich nicht. Sehe ich auch nicht. Es wird ja schon wieder dunkel, ey. Ja. Zur Nacht sieht er mal. Doch, also am Commentary, wie gesagt, das ist was, das kommt halt mit der Übung, das kommt mit der Zeit, wenn ihr genug Let's Playt, wenn ihr genug Gameplay-Videos aufnehmt, dann kommt es von alleine. Das ist einfach Übungssache. Mir fällt gerade der Name auf, den würde ich auch anpassen. Das ist einfach nur. Es ist einfach nur Fließtext. Es ist, als ob der Name mich anschreien würde. So, was wir alles da lassen, Ghost Recon Wildlands 42. Entweder Satzzeichen oder irgendwelche Klammern oder. Ich würde auf jeden Fall den Folgentitel vom Spieletitel trennen. Das würde ich noch tun. Ansonsten müsste es das gewesen sein, oder? Wir haben hier noch Uploads, beliebte Videos, eigene Playlists. Ja, es ist okay. Genau, also Thumbnails bei dem einen von euch, die Mikrofonqualität auf jeden Fall ändern und die Beschreibung von den Videos anpassen. Das würde ich euch empfehlen. Ja, Kanalbeschreibung ist gut. Upload. Rhythmus scheint auch sehr gut zu sein. Japp. Da ist alles gut. Also Thumbnails, Audioqualität bei dem einen von euch. Und schaut, dass ihr es mit der Lautstärke ein bisschen hinkriegt. Wie gesagt, das Ghost Raccoon war jetzt gut. Das FIFA eher so semi von der Audioqualität. Videoqualität ist auch gut. Profilbild hatten wir noch gesagt. Das kann man noch überarbeiten. Ansonsten dranbleiben am Ball. Ich habe mir übrigens auch vorgenommen, das habe ich auch schon mal erwähnt, dass ich so in einem Jahr oder so nochmal zu vielen Kanälen zurückkomme und schaue, wie die sich verändert haben und so. Das ist sowas, was ich aus reinem Interesse dann machen werde. Deswegen, ja, werde ich vielleicht auch in einem Jahr nochmal zurückkommen. Gut, dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Alter, Facebook! Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.